willkommen im British Museum. Mein Name ist Tilly. Hi, danke. Ich bin Larry Daly vom Naturkundemuseum in New York. Die lassen Sie rumreisen? Ja, ist schon eher ungewöhnlich. Ich darf auch manchmal rumreisen. Wissen Sie wohin? Nein. Nach Hause, hierher, nach Hause, hierher, aufs Töpfchen. 5 Minuten höchstens. Also das muss super krass sein, so als Wachmann in Amerika. Mit euren Knarren, mit Schalldämpfer, mit euren Ninja-Schwertern. Ja. Damit liegen Sie aber sowas von daneben. Zum Schießen sieh dir das an! Hast du gesehen, sie versuchen das Licht zu fangen. Ich weiß, aber das schafft ihr nicht, Freundin. Ich würde das gern kommentieren. Bringt die Apparatur. Ja. Männer, bringt die Apparatur! L. O. L. Laugh out loud. Ja, das habe ich getan. Ich bin zwar kein Experte, aber ich habe das Gefühl, dass das gegen das Gesetz verstößt. Nein, die haben hier ein völlig anderes Rechtssystem. Okay. Wie sieht's aus? Die Luft ist rein. Na gut, dann los. Larry, die anderen meinten, wir brauchen vielleicht etwas Hilfe. Die anderen? Lawrence, ich konnte nicht tatenlos rumsitzen. Es geht um unser Überleben. Na schön. Hey, Teddy, gut. In Krisen braucht man Männer wie Sie. Attila, jetzt haben wir auch Muskeln. Hallo, Larry. Das täuscht offenbar. Die Kiste ist größer, als man denkt. Selbstverständlich sind wir auch mitgekommen. Klar, ohne uns wärst du verloren, Gigantos. Echt jetzt? Und der Affe auch. Gut, quasi alle. Dada! Oh, nein, nein, aber der bringt uns überhaupt nicht weiter. Ich weiß, wie ich das hinkriege. Macht's Ihnen was aus? Danke. Hallo. Ich wette, du bist gar nicht böse. Hä? Willst du das Stöckchen holen? Ja? Willst du mit dem Knochen spielen? Hol das Stöckchen! Dürfte ich etwas vorschlagen? Was? Hilfe! Was? Zur Seite! Okay, das war mal richtig cool. Die größte Entdeckung seit 3000 Jahren enthüllt den Ursprung einer geheimen Macht und führt die größten Helden der Weltgeschichte an einen Ort, an dem sie noch nie zuvor waren. Du sprichst mit dem Pharao, Fremder. Küss meinen Stab. Naja, das ist eigentlich nicht so mein Ding. Wir wissen beide, dass in diesem Museum etwas Magisches geschieht. Die Sonne geht unter, die Tafel beginnt zu leuchten und alles erwacht zum Leben. Doch plötzlich... Ja, wir sehen uns ähnlich. Dada! Nein, ich bin nicht ein Dada. Nicht anfassen. Pfoten weg! Hat der Zauber ein Ende. Irgendwas stimmt nicht mit der Tafel. Bei Sonnenaufgang sind wir alle tot. Hunden hyperventilieren nicht. Aber ihr größtes Abenteuer... Sie alle verlassen sich auf mich. ...hat gerade erst begonnen. Wir müssen nach London und eine Lösung finden. Hallo, willkommen im British Museum. Hi. Muss voll krass sein, so als Wachmann in Amerika. Mit euren Knarren, mit Schalldämpfer, mit euren Ninja-Schwertern. Damit liegen Sie sowas von daneben. Lawrence! Tada! Pass auf, du hältst dir die Stellung und guckst, dass keiner rein oder rauskommt. Nein, komm her. Halt die Tür zu. Tür zu! Nein. Halt die Tür zu. Tür zu! Nein. Lauft! Ich glaube, wir... Sir Lancelot, zu euren Diensten. Theodore Roosevelt, Präsident der Vereinigten Staaten. Absolut keine Ahnung, was das bedeutet. Oh. Wieso machst du nicht ein Foto? Da kannst du später noch doof glotzen. Nachts im Museum, das geheimnisvolle Grabmal. Wo zum Teufel sind wir hier? Oh, Pompeii. Jetzt sind wir aber echt angepisst!
Lass uns hier rüber. Nie wieder ein Wort verlieren. Ernsthaft? Das war jetzt wirklich nicht nötig!